Yoga oder Alila Bio Yoga hat ja auch das Sanskrit Yoga Wort im Namen. Wenn man den Übersetzungen trauen darf, dann heißt das Einheit. Es geht darum, in ein Einheitsbewusstsein zu bekommen, also zu bekommen und auch zu kommen. Die unterschiedlichen Philosophien, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, sowohl von der europäischen Theatertradition, seinen Geist innerhalb der Kunst zu veredeln. Über die Kampfkünste bin ich dann eben auch in die ferne östliche Philosophie des Zen-Buddhismus, des tantrischen Buddhismus eingetaucht. Aber auch natürlich über das Yoga in die Ethik, die man in Patanjali als den achtpfadigen Weg bezeichnet. Natürlich auch, was ich aus den europäischen traditionellen christlichen Werten mitbekommen habe, sind da eingeflossen. Die stärksten Eye-Opener waren für mich sicherlich die Wurzeln der keltischen Mystik, das Druidentum, das ich auch 3 Jahre lang in aktiver Praxis studieren durfte. Die Verbindung aber auch zur slawischen Mystik und Spiritualität und auch zum nordgermanischen. Viele dieser Einflüsse wurden zusammengetragen und haben vor allem eines versucht, Schnittpunkte zu finden. Das ist auch Teil der Alila-Methode, wie ich sie nenne. In der Alila-Methode geht es wirklich ganz konkret darum, aus vielen unterschiedlichen, dem Menschen dienlichen Systemen, Werten, auch vor allem Körperkulturen. Ich kam immer sehr vom Körper, aus der Theatertradition und dann später Kampfkunst, Yoga und spirituelle Heilweise. Es war immer körperbezogen. Diese Schnittpunkte herauszudestillieren, die tatsächlich ineinander greifen. Der zweite Zugang in der Alila-Methode ist das Emotion ist Energie-Prinzip. Diese Werte sind in ihren Empfehlungen nicht nur dafür da, dass ihr gut mit uns könnt, wenn ihr sie beobachtet und vor allen Dingen versucht, in euer Leben zu integrieren, können wir mittlerweile nach so und so vielen Jahren an Erfahrung garantieren, dass sie auch eure Gesundheit, euren Zugang zu Leid und Schmerz und eure Ausrichtung zu Wer bin ich in Wahrheit, in Freiheit, in Liebe, in Vergebung, tatsächlich ein wenig verbessern werden. Sie werden sicherlich euch eine enorme Hilfe sein, wenn es darum geht, in zwischenmenschlichen Partnerschaften leichter und mit mehr Freude bzw. auch mit weniger Angst vor Konflikten zu leben. Das gilt sowohl für romantische Partnerschaften wie auch für Business-Partnerschaften, Kooperationen, jede Form von, wo Menschen miteinander auf Augenhöhe bzw. auf ein Ziel gerichtet miteinander zusammenarbeiten wollen. In der letzten Instanz führt das auch zu einem glücklichen Miteinander in Familie, Gemeinschaft, Community, Company. Ja, also dort, wo Firma und Familie sich begegnen, wo Partnerschaft sowohl im Business wie auch im Leben sich begegnen und wo Gemeinschaft im Inneren gelebt wird, greifen diese Prinzipien besonders gut und geben auch ein gewisses Maß an Antworten für Fragen in der Gesellschaft. Es macht also Sinn, sich einmal damit auseinanderzusetzen. Und wie so oft in der Alila-Arbeit sind all diese Dinge immer noch in der Einladung verbessert, verfeinert und individualisiert zu werden. Ja, deswegen sprechen wir selten von Regeln und immer von Empfehlungen. Genau, gehen wir es an.